Stapelverkehr. 50 ist hier. Ich fahre 70. Aber ich lass mal ausrollen. Ah, ich hätte hier reingemusst. Oh. Rückwärts. Ja, bleib mal schön weit hinten stehen. Ich versuche jetzt gerade rückwärts zu fahren. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Euro Truck Simulator 2 hier am wunderschönen Ostersamstag. Müsste es für euch sein, wenn ihr die Folge am Erscheinungsdatum guckt. Für die Kanalmitglieder, die sehen das ja alles viel früher. Da ist das ja alles auch wieder verdreht. Ja, wir wollten anfangen mit dem, was am meisten Spaß macht: Schlafen. Wir sind jetzt über die Öresundbrücke gefahren und sind jetzt hier in Schweden angekommen und wollen noch bis Finnland. So, erstmal rein die Karre und fangen an mit Schlaffer. Damit wir auch was sehen von der Map. So, Donnerstagmorgen, kurz vor 7:30, machen wir uns auf den Weg. Mit unserem langen Ungetüm hier. Oh. Die Bremse lösen, sonst kommen wir nicht weit. Na dann. Ach ja, es ist tatsächlich noch morgens ziemlich früh. Für mich ist es noch recht früh. 9.30 Uhr. Hier am 25.03. Bin ein bisschen früh dran. Es ist Montag. Draußen ist der Bagger unterwegs, aber das ist alles noch einigermaßen ruhig. Da, der kommt ab und zu vorbei, schaufelt da ein bisschen was in den Container. Aber ich erwarte da ja deutlich mehr Lärm demnächst. Deswegen bin ich ein bisschen im Vorlauf. So, Richtung Göteborg und Kalmar. Machen wir. Was haben wir denn noch? 1380 Kilometer, die war jetzt nicht ganz so wahnsinnig weit. Naja. Auf jeden Fall freue ich mich darüber, dass ich jetzt Euro Truck Simulator spielen darf. Da habe ich auch richtig Lust zu. Geht mir auch einigermaßen gut. Ein bisschen Kopfschmerzen habe ich, aber naja. Schauen wir mal. Malmö ist hier. Ja, Malmö kenne ich auch und Trelleborg. So, wie schnell darf man hier 80? Dann locken wir die auch direkt ein. Wenn der da vorne keinen Ärger macht. Natürlich macht der Ärger. Was steht drauf? Entschuldigung? Nicht ganz, da steht Schudi. Was ist das für ein Geräusch? Ist das ein Zug oder was? Ah ja. So, jetzt gib mal Gas da. So, eingeloggt. Auf geht's. Mit unserem Gigaliner. Das kann noch so manches Mal spaßig werden. Aber ich sag mal, solange man nicht irgendwie in eine Situation gerät, in der man da nicht plötzlich rückwärts fahren muss, rückwärts einparken muss, geht das alles noch, ne? Weil dann wird's haarig. Damit rückwärts fahren, das ist ein Buch mit 7 Siegeln für mich. Was auch mal spaßig wäre, mit so kleinen Dingern zu fahren, wie dem hier, ne? Ich glaube, da gibt es Mods für. Ich bin ja schon mal mit einem PKW gefahren. PKW mit Wohnwagen. Da musste man dann so Wohnwagen überführen und so weiter. Das war auch ganz spaßig. Ist aber schon eine ganze Weile her. Kann sein, dass da Videos für gibt. Drüber gibt. Ja, und dann auch an der Stelle, danke für die Kommentare. Der Jason, der guckt auch fleißig und schreibt fleißig, freue ich mich immer riesig drüber. Wir haben ja so einen gewissen Dialog, was den Euro Truck Simulator angeht, der Jason und ich. Und, naja, der hat heute Abend, glaube ich, einen Livestream, aber wenn ich euch das jetzt hier sage, ist das sowieso. Also am 25.03. ne, hat er doch abends ein Livestream. Mal gucken, ob ich dazu komme, da reinzugucken. Ich muss da selber einige Dinge machen, aber das würde ich ganz gerne. Der mit seinem Going East, der meint, wer weiß, was da erwartet. Nee, Jason, Going East ist noch, glaube ich, nichts Dramatisches. Wenn er mal nach Italien kommt, dann wird das bestimmt besser. Aber schauen wir. Mal gucken. Sonst sehe ich das ja später in den Folgen. Ja, und der Fotofreak. Der hat noch was geschrieben, das war wieder so ein Kommentar, der mir irgendwie komischerweise erst etliche Tage später angezeigt wurde. Und der hat geschrieben, dass dieser Balkan-Tours-Bus
mit dem Balkan-DLC gekommen wäre. Also gleichzeitig mit dem Balkan-DLC wäre dann wohl auch diese Balkan-Tours mit reingekommen, dieser Bus. Und wäre jetzt ein Standard. Wäre also jetzt nicht von Jessicat, sondern wäre standardmäßig in der KI. Aha. Komisch, aber ich habe ja dieses Balkan-DLC, das habe ich zwar, aber das ist deaktiviert, weil ja die Promos noch nicht kompatibel ist damit, ne? Höganäs, ja, da war ich schon. Das habe ich auch schon mal erzählt, als wir hier lang gefahren sind, ne, glaube ich, dass ich Höganäs schon mal war. Ja, wir müssen jetzt da vorne rechts ab, okay. Ja, und dann finden das auch einige ganz spaßig, diesen Vergleich mal zu machen. Die Strecke von Kiel nach Bremen. Einmal in der Promods-Map und einmal in der Standard-Map. Am besten in einem Video nebeneinander. Ja, das müsste ich mit dem Jason zusammen irgendwie begakeln. Mal gucken. Wer weiß, vielleicht kriegen wir ja mal einer eine Mütze und machen so einen Quatsch. Mal sehen. Oder ich fahre mal beide. Dann müsste ich aber hier die Promods-Map dann deinstallieren und Vierlefanz. Weiß nicht, ob ich den Aufwand betreiben will. Mal gucken. Ja, und dann habe ich extra für die Bianca das Logo mal rausgenommen aus dem Spiegel, beziehungsweise so ein bisschen kleiner gemacht und nach oben geschoben, damit das nicht immer mitten im Spiegel ist. Ich habe das ja nicht gesehen. Das Logo kommt ja erst ins Video, nachdem ich gespielt habe und aufgezeichnet habe. Ne? Deswegen ist mir das nicht so aufgefallen. Ja. Nun ja. Schauen wir mal, dass wir jetzt mal unsere Finnland-Strecke kriegen. Ich würde mir ja wünschen, wenn wir da ankommen, dass wir danach eine Strecke kriegen. Oh, eine Cola, da hätte ich jetzt auch Bock drauf, aber ich darf das Zeug nicht. Viel zu viel Zucker drin, obwohl ich habe noch eine Flasche Cola Zero. Aber ich habe am Wochenende so mega Ärger mit dem Magen, habe eine Gastritis-Anfall gehabt, Sondershausen, die ganze Nacht nicht geschlafen auf Sonntag. Da werde ich jetzt keine Cola trinken, auch keine ohne Zucker. Gibt nur Tee, Wasser und sparsam Essen. Gestern schon. Jetzt geht es mir wieder ein bisschen besser, bis auf die Kopfschmerzen. Ah, naja. Man wird nicht jünger. In meinem Alter ist das, glaube ich, normal, viel rumzukränkeln, oder? Es sei denn, man ist sportlich. Wenn ich das gewusst hätte früher, wäre ich auch sportlicher gewesen. Ehrlich, ich schwöre. Hier, guckt, ich heb Finger. Ich wäre sportlicher gewesen. Bisschen wenigstens. Das fällt mir auch so schwer. Ah ja. So. Morgens 9.12 Uhr. Wir haben in der Realität 9.37 Uhr. Das ist ja fast echt. Es ist ziemlich ungewöhnlich für mich, dass ich um die Zeit schon mit dem Popo aus dem Bett bin und Videos mache. Halt, normalerweise fängt mein Tag später an. Dafür geht er dann auch länger. Es gibt ja, wie heißt es so schön, Lerchen und Eulen. Ne? So von den Genen her. Von der Persönlichkeit her, oder wie soll man das nennen? Es gibt Menschen, die sind einfach Frühaufsteher. Die stehen immer sehr früh auf, aber dann abends ab 9, halb 10 fangen die das Gähnen an. Und für die ist das dann schon Silvester immer schwierig, überhaupt bis Mitternacht durchzuhalten. Die sind dann froh, wenn das vorbei ist und dann halb 1, 1, das Knalle Nacht ist, endlich schlafen können. Todmüde. Das sind die Lerchen. Und dann gibt es die Eulen. Das sind die Nachtmenschen. Die sitzen die ganze Nacht am PC oder so, die können das nicht so. Dafür stehen die aber dann auch nicht um 5 Uhr auf, weil sie gerade erst vor einer Stunde schlafen gegangen sind. Ja? Ach guck mal, sieht schon ein bisschen skandinavisch aus. So mehr Nadelbaum wieder hier, ne? Man sieht es, die haben das alles so wunderschön gemacht. Man sieht's. Zumindest kommt mir das jetzt mal so vor hier. Ja. Da Kilometer fressen. 1200 nur noch. Ist doch ein Pillepups, oder? Naja. Ich würde mich ja darüber freuen, wenn wir da ankommen und dann eine Tour kriegen wir nach Spitzbergen. Ja, und wenn wir dann Spitzbergen sind, dann suchen wir uns eine entweder nach Südspanien oder wieder in den Mittleren Osten oder so. Mal gucken. Da muss ich ja immer dran denken an die Bianca, die mit ihrer Riesenmap, die fährt bis in die hintersten Gegenden von... Oh, ich muss links rüber, schnell, 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 komm noch vorbei, los, beeil sie sich, oder er sich, oder es sich, was ist da drin? So, geschafft. Die fährt also bis in die äußersten Regionen nach Sibirien überall rum.
Ja, aber ich weiß nicht. Eine Sache reizt mich da dann nicht so ganz wirklich bei. Weil wenn ich in Regionen fahre, also muss ich wieder rüber, ne? Ah ne, das ist hier rüber. Und wie auch immer. Wenn ich in Regionen fahre, wo ich so überhaupt nicht weiß, wie das da aussieht, mich gar nicht auskenne, dann macht mir das nicht so viel Spaß. Ich fahre lieber so in Gegenden, wo ich so wenigstens ungefähr weiß, wo das ist, wo ich so ein bisschen Bescheid weiß. Und wenn es auch gar nicht mal unbedingt ist, weil ich selber da war, sondern weil ich da Bilder von gesehen habe oder Videos oder auf der Karte mich orientieren kann, weil ich auf die Map geguckt habe. Aber ganz ehrlich, dieses riesige Sibirien, dieses riesige Russland, kennt ihr da, wo überall die ganzen Städte liegen und so? Für mich wäre das genauso wie ein Eurotruck-Simulator auf dem Mars oder so. Das ist. Ne? Deswegen ist auch mit dem American Truck Simulator so. Ich kann mich da so schlecht mit identifizieren, mit der Realität vergleichen. Ich kann mir vorstellen, jemand, der in real schon mal in den USA unterwegs war, vielleicht auch mal durch mehrere Staaten gekommen ist, dass der den American Truck Simulator mit ganz anderen Augen sieht. Ne? Ich habe übrigens vor, eventuell, ja gut, das gilt jetzt natürlich vom 25. aus gesehen, vielleicht kommt das ja schon vorher, vielleicht ist das ja sogar schon erschienen, ein Mitglieder-Special zu machen, American Truck Simulator. Ja, irgendwie, das wird vielleicht ein längeres Video sein oder vielleicht auch zwei für die Kanalmitglieder und dann American Truck Simulator oder OMSI. Muss ich mal gucken. Auf jeden Fall habe ich da so diese Richtung simulationsmäßig was vor, weil ich möchte mich auch nicht so furchtbar anstrengen, weil ich habe ja, wie ich ja schon gerade erwähnt habe, auch so ein bisschen gesundheitliche Einschränkungen, ein bisschen. Hier und da und away und krank und Wasser in den Beinen und da und dann ist das Truckfahren eigentlich recht entspannend so, ne? Und deswegen mache ich das vielleicht. Außerdem habe ich da Bock drauf, das macht mir Spaß. Mal gucken. Also es ist so, tobt mir so im Hinterkopf rum, da sowas zu machen. American Truck Simulator. Ja, neues Mitglied, kommt jetzt ein bisschen verspätet, weil ich ja vorarbeite, aber der Jérôme Privat, ist jetzt Mitglied geworden. Vielleicht hat er aus Versehen geklickt, ich weiß nicht. Den kenne ich ja noch. Das ist einer so aus dem, ich sag mal vorsichtig, aus dem Dunstkreis von Mayo. Ne? Das sind die OMSI-Leute. Ja. Und da kommt er her. Und da habe ich heute Morgen gesehen, ach, guck, neues Kanalmitglied. Herzlich willkommen, Jérôme. Gib ruhig mal laut und äußere auch mal, was du dir denn so vorstellst. Was du gerne sehen möchtest. Jönköping. Da könnte ich ja eigentlich die, ein bisschen runter, die Kanalmitglieder nochmal alle grüßen. Ne? Kriege ich die eigentlich alle so auswendig zusammen? Das ist eine ganz gefährliche Geschichte, wenn ich das jetzt mache. Wenn ich jetzt so, sonst mache ich ja schon mal, dass ich meine Kanalmitglieder begrüße, indem ich das einblende. Aber wenn ich das jetzt per Voice mache. Und ich habe das jetzt nicht geplant und ich habe jetzt auch keinen Spickzettel. Jetzt muss ich echt überlegen, ob ich die alle aus dem Kopf zusammenkriege. Ich meine, so wahnsinnig viele sind das ja nicht. Das sind jetzt mit dem neuen, mit dem Jérôme sind es 10 Stück. So, pass auf, da machen wir den wieder rein. Ja, weiter Kilometer fressen. Boah, versuche ich mal. Also, liebe Kanalmitglieder, da ist erstmal der Sascha. Der Sascha, Kanalmitglied Premium. Sei gegrüßt. Dann haben wir noch den Luxen. Das ist mein zweites Premium-Mitglied. Sei gegrüßt, Luxen. Der entschuldigt sich immer, ich habe so wenig Zeit jetzt, ich melde mich so selten. Du musst dich nicht bei mir melden. Aber ich freue mich natürlich, wenn du es tust. Aber das hast du ja schon alles erklärt. So, ist mal weiter. Dann muss ich mal kurz sagen. Dann ist der Jason da. Hallo Jason. Die Nicole Melanie Richter ist da. Dann Hede, jetzt 1165. Ich weiß gar nicht, wer das ist, Hede. Und dann haben wir noch Berchem. Berchem Serge. Spricht sich das eigentlich so aus? Dann ist da noch Dominik Paradies. Jetzt muss ich überlegen, wen haben wir denn noch? Auch längere noch. Boah. Dann ist da noch der Ron. Ron, um Gottes Willen, bloß nicht den guten Ron vergessen. Der ja nicht zu Rising World kommen will. Naja, gut, das ist auch nicht jedermanns Sache. Dann haben wir noch den Markus. So, jetzt fehlt noch einer. Die Nicole habe ich gesagt. Ne? Boah, ich habe es ja gewusst. Ja, der Jérôme, ne?
Boah, wenn ich jetzt trotzdem noch jemanden vergessen habe, weil ich mich jetzt irgendwas verdreht habe, um Gottes Willen, seht's mir nach. Ja, ich find's toll, dass ich bis jetzt noch kein Mitglied hatte, das gekündigt hat. Also alle Mitglieder, die sich da jetzt in den paar Monaten, seitdem ich das mache, ich glaube, ist jetzt inzwischen so 4, 5 Monate, knapp ein halbes Jahr, alle Mitglieder, die da bis jetzt gekommen sind, sind alle geblieben. Das finde ich toll. Und ich sage mir immer, ich müsste mal noch ein bisschen mehr Videos machen für die, aber im Moment, da kommt so eins zum anderen und hier und da und dann ist das dazwischen und dann wird es nichts. Jetzt sind wir wieder hier an der Stelle. Jetzt sind wir schon mal lang gefahren. Vor einiger Zeit erst, wo ich gesagt habe, hier war unten, wo man so links runter konnte, zum See runter, so ein größerer Parkplatz. Da habe ich mal eine Pause gemacht. Da gibt es auch Fotos von. Ja. 2006, glaube ich, war das, ja. Ja, 2006. Meine Güte, ist das schon lange her. Bald 20 Jahre. Die Zeit rast. Ach, ist das eine Kilometerfresserei. Aber ich wollte jetzt nicht auch wieder die gleiche Strecke fahren bis Umea hoch. Das ist ja die gleiche Strecke, die wir hatten. Aber jetzt erstmal noch, ich denke mal, so bis Stockholm oder so. Da müssen wir wahrscheinlich irgendwann mit der Fähre rüber, oder? Ich weiß das gar nicht. Ich habe mir die Strecke gar nicht so genau angeguckt. Oh ja, wir werden sehen. Muss ich hier raus? Nee. Nee, nee. Lieber mal gucken. Ist ja auch nur ein Parkplatz, ne? So, guck, und schon ist 12 Uhr Mittag. Hier rast die Zeit sogar noch mehr. Ne, so ein Gigaliner ist überhaupt gar kein Problem, solange man nicht rückwärts fahren muss und es nicht zu eng wird, geht das doch ganz wunderbar. Guck mal, 472 Millionchen schon wieder auf Uhr. Die ganze Halle, die ich gekauft habe und aufgerüstet habe und die 5 LKWs, ne? Hab ich die, nee, LKWs habe ich ja gar keine gekauft. Die hatte ich noch, oder? Ja, ja, ja. Sonst wäre das natürlich noch ein bisschen mehr teurer geworden. Aber Leute eingestellt, habe ich doch LKWs gekauft? Nee. Doch, habe ich wohl, weil ich die LKWs ja... Jetzt muss ich überlegen, ist schon wieder ein paar Tage her, ne? Die LKWs hatte ich ja für mich stehen gehabt. Sollen wir mal mit einem anderen LKW fahren? Ich habe ja noch, glaube ich, einen Volvo, mit dem ich schon mal fahre. Oder auch einen Renault. Die stehen bei mir irgendwo rum. Die habe ich, glaube ich, extra gesperrt, dass da die Mitarbeiter nicht mitfahren. Ist auch keiner zugewiesen. Könnte man machen, ne? Also schreibt mal in die Kommentare, ja, auch fahr doch mal mit einem anderen LKW. Weil ich habe mir den Scanner hier ausgeguckt. Das ist eigentlich angenehm. Ganz am Anfang, da war ich ja mehr so auf Volvo. Aber inzwischen fühle ich mich ganz wohl im Scania hier. Wisst ihr das eigentlich, warum die LKWs hier in Deutschland, Europa, warum die nicht diese Haube vorne haben, sondern diese platte Schnauze haben? Und in Amerika gibt es ja die noch mehr, ne, mit den Hauben, die Hauben-LKWs. Wisst ihr, wie das gekommen ist? Ich habe da mal irgendwann so ein Video drüber gesehen. Weil ich das auch nicht wusste. Ne, wir haben ja hier, wenn ich mal gucke, ob das jetzt hinkriege. Aber nicht in der Kurve. Wimmerbi. Da wird immer gewimmert. Aber pass auf, ich versuche das mal jetzt. Oh, da ist Polizei. Bloß kein Plattfahren jetzt hier. Ne, vorne, Nase, platt. Mehr kann ich nicht gucken. Dann passiert ein Knall hier. So. Das waren hier die Vorschriften, ich glaube in Deutschland waren die Vorschriften gemacht worden, oder was europäisch, nee, in Deutschland, vor langer, langer Zeit. Da hat man gesagt, LKW darf nur noch maximal so und so lang sein. Und da haben die gesagt, meine Güte, der riesen LKW, und dann haben wir für den Trailer nicht mehr viel Platz, die werden so kurz, da kriegen wir gar nicht mehr viel rein. Da hat man überlegt, wie können wir die LKW, die Zugmaschinen, möglichst schmal machen, möglichst kurz machen, damit wir mehr Ladefläche hinten dran hängen können. Und deswegen hat man die LKWs dann eben so gebaut, wie jetzt die mit der Plattenschnauze. Ist alles schön und gut, wir haben uns daran gewöhnt. Ich kann mich ja kaum noch an die anderen erinnern. Als ich Kind war, da gab es schon mal noch so Kipper oder so, die hatten diese Haube noch. Aber so diese Transport-LKWs auf der Autobahn, die hatten auch, also so kann ich mich nicht daran erinnern, dass die mal die Haube hatten. Obwohl ganz früher war das ja, glaube ich, so. Naja, dann hat man die gebaut, um eben... den ganzen LKW-Zug, den Hängerzug,
kürzer zu gestalten, ne? Dass man da mehr reinpacken kann. Das war der ganze Trick an der Sache. Und dieses Gesetz galt natürlich hier und nicht in Amerika. Also ist man in Amerika bei den Hauben-LKWs geblieben. Ja. Jetzt frage ich mich nur, wieso kann ich in Deutschland hier mit diesen Gigaline rumfahren? Da habe ich nämlich gehört, guck mal hier, Linköping, der Flieger. Toll. Jetzt habe ich gehört, dass vor einiger Zeit war mal so ein Projekt, ne, so ein Testprojekt mit diesen längeren Zügen, die glaube ich so aussehen wie der hier. Jetzt weiß ich aber nicht, es gibt einige, die sind auch nur oben in Finnland erlaubt. Was ist denn, habe ich da eigentlich zwei Achsen, drei Achsen hinten, wie wir zusammenhängend sind? Ich glaube, das ist hier gar nicht mehr in Deutschland, oder? Gab mal so ein Projekt und da hört man nichts mehr von. Man muss ja aber auch bedenken, wenn man jetzt sagen würde, okay, wir haben so viel zu transportieren auf den Autobahnen, machen wir das mal, dass die LKWs länger sein dürfen, dass die noch so einen Anhänger hinten dran haben dürfen, so wie wir jetzt hier. Da muss man natürlich auch bedenken, dass natürlich die Infrastruktur auch passend sein muss. Ne? Ich könnte mir schon vorstellen, dass es so manche, weiß ich nicht, etwas enger gehaltene Autobahnabfahrt vielleicht gibt oder einen Kreisverkehr, wo man damit gar nicht so durchkommt. Das hieße dann vielleicht überall einiges angepasst werden müsste. Das muss man ja auch bedenken. So, 900 Kilometer noch, guck mal. Läuft doch. Was ist eigentlich mit dem Sprit? Sprit sieht gut aus. Und wie sieht es aus mit meinem Zustand hier? 2% Verschleiß an der Maschine vorne. Sonst ist alles tutti. Ja. Gleich mal auf die Map. Ich will wissen, wie kommen wir eigentlich rüber nach Finnland? Oben rumfahren werden wir ja sicher nicht, ne? Das wäre ja blöd. Ja, ein bisschen sehr weit. Oh, da haben sie gebremst. Ja. Ein bisschen abbremsen. Nyköpingsbro. Okay. So, kommt da wieder in Wallung da? Da ist wieder die Schlüsselbrücke. Ja, und wenn ich die sehe, dann vermisse ich immer unsere Dammer Berge. Also, liebe Promods-Leute, wenn die das mal gucken würden hier, ne? Macht doch die Dammer Berge-Brücke. Das ist so ähnlich wie das Ding hier, nur ohne Schlüssel. Kleines Windrad steht daneben. Ich glaube, da haben sie aber inzwischen abgebaut, ne? Weiß ich gar nicht genau. Und macht doch die Dammer Berge. Muss doch sein. Dammer Berge, über die Raststätte bin ich auch im Flugsimulator schon mal mit der Cessna rübergeflogen, habe mir die angeguckt. Ich glaube, da war ich sogar mit der Becky unterwegs. Ja. Im Flugsimulator. Hätte ich auch mal wieder Bock drauf. Ist schon wieder wochenlang, fast monatelang wieder nicht geflogen. Ne? Und wenn ich dann das erste Mal den Flugsimulator wieder in Gang bringe, ach, dann erstmal Updates installieren und bis ich das dann mal am Laufen habe. Und dann sitze ich in dem Flieger so, wie ging denn das alles noch, die Checklisten, bis ich mal in der Luft bin, da ist ein halber Tag rum. Und zwar ein realer Tag, es ist furchtbar. Und deswegen komme ich da dann auch oft nicht zu und dann verliert sich das. Und dann, ja, ihr wisst, was ich meine. Riesenbrücke. Irgendwann gehe ich mal mit der Kamera und gucke mal die von oben an. Ne? So kann man nichts sehen. Ne? Nee, ach Gott, die ist so hoch. Ich bin ja hier lang gefahren damals, aber da habe ich so eine Brücke nicht gesehen. Ich kann mich nicht erinnern. Wer weiß, vielleicht ja doch so lange her. Da vorne, ja, vorne ist das Scania-Werk. Ne? Ist Scania tatsächlich auch so ein schwedisches Ding? Ich weiß ja, dass Volvo von hier oben kommt. Scania auch? Das weiß ich nicht. Ach, das sehe ich schon. Yo, dieses Nyhäsham. Ich meine, das wäre eine ziemliche Gurkerei da. An den fahren wir gar nicht hin. Aber da ist auch so ein Hafen, so ein Fähranleger. Aber da fahren wir ja gar nicht hin, sehe ich gerade. Jetzt gucke ich mal auf dem Map. Jetzt will ich jetzt aber wissen. So, lass mal gucken. Ah, wie heißt das hier? Kapellskär.
Da will ich mal hin. Warte mal, Visby, da kann man hin? Aber da ist nicht etwa die. Da müsst, Leute, wenn ihr Visby gebaut habt hier, ne? Dann hat aber die Villa Kunterbunt hier zu stehen. Oh, da möchte ich hin. Wenn da mal eine Tour hingibt, da möchte ich natürlich hin. Also fahren wir nicht hier nach Nyesham. Hier war ich nämlich auch schon mal. Das ist ein fürchterliches Gegurke hier. Oder war das hier? Ach, was weiß ich. Ich weiß gar nicht, was das für eine Insel ist hier. Bei Stockholm. Naja, okay. Fahren wir mal erst weiter. Oh, ich bin zu schnell. Hier ist 70. Jetzt kommen wir langsam in den Stockholm-Bereich. Ah, das ist mein Wecker. Augenblick mal. Zehn Uhr, der Wecker ist an. Ach, was blöd. Ich wollte nur ausmachen. Habe ich glatt vergessen. So. Weiter. Mein Radiowecker angegangen. Westberger. Jedes Mal kriege ich so ein bisschen Panik, wenn ich hier mit der Kamera gegen so ein Schild baller, ne? Sundsvall, ja, die Strecke. Und Bams. Boah, wirklich durch, ey. Ach ja. Mal gucken, ob wir noch ein bisschen was sehen können hier. Stockholm. Boah, und dann in der Kurve hier. Da habe ich mir was vorgenommen mit der Außensicht. Welche? Ja, wir müssen einen rüber. Ich glaube, wir bleiben mal hier auf der Spur, falls wir doch wieder links rüber müssen. Interessant auch dahin mit den Felsen, ne? Bin ja einmal hier durchgefahren, das war aber nachts. So, siehst du, jetzt müssen wir nämlich an den Weg hier. Das passt so. Drei für geradeaus Richtung Uppsala. Jo, alles klar. Buda Kuten Viahadet Somkrävs. Wenn man jetzt Schwedisch könnte, ne? Butterkuten. Das hört sich für mich an so Butterbrote. Wir haben den mit Käse. Wer hat denn Frankreich? Das kann natürlich auch was komplett anderes bedeuten. Wir dürfen schon wieder 80, dann fahren wir die doch auch. Warte, ich muss aber jetzt hier ab, ne? Ich muss hier ab. Das wäre ich, das hätte ich dann fast versemmelt hier. So. Ja, sind wir richtig. Spiegel? Oh, der ist noch weit hinten. Der kann bremsen notfalls. Man muss aber bedenken, ich habe ja so einen langen Schwanz hinten dran, ne? Ja. Packen wir die 80 rein, aber das geht so bergauf. Das schaffen wir gar nicht. Aber jetzt ist nicht mehr weit, dann sind wir an der Fähre. An der Fähre.
So, geht's denn morgen Ostereier suchen? Ist auch blöd, wenn ich das jetzt so erzähle, ne? Leute, die das Video später gucken, so, hm? War doch schon. Naja. Ich habe das nie gemacht. Das war bei uns. War bei uns früher in der Familie, als ich Kind war, auch nie Thema, Ostereier suchen. Das habe ich immer nur von anderen gehört, aber ich kann mich nicht erinnern, dass meine Eltern mal irgendwie was versteckt hätten, Eier versteckt hätten oder so. Das hat bei uns nicht gegeben. Was wohl Ostern war, dass Ostersonntag dann im Wohnzimmer oder sonst wo so ein kleines Körbchen stand mit diesem Plastikgras, ne, mit diesem Strohgras, und da waren dann so ein paar Schokoladeneier drin und Schokoladen-Osterhase und ein paar Sachen. Ne? So wie so ein Weihnachtszelle, nur in kleiner und eben auf Ostern getrimmt, das war alles. Also das gab es so. Ne? Und dann kam zu Ostern schon mal Oma und Opa zu Besuch. Ja, wie das so ist, Opa hat ja schon mal ganz gerne schon mal die eine oder andere Münze aus der Büchsentasche geholt. Aber das war dann auch schon. Aber du lässt mich jetzt rein. Das ist aber eine freundliche Polizei. Jetzt muss aber auch hinten bleiben, wenn ich jetzt rüberfahre. Ich habe ja so ein langes Ding hier. So. Landstraße fahren. Ach, guck mal. Da, der Pritschenwagen vor uns, ne? Den gibt es schon in ETS 2, seit es ETS 2 gibt. Das ist einer der ersten. Das war damals so. Jedes zweite Auto, was vor einem fuhr oder was man sah, hatte genau diese Pritsche und genau dieser Ladung drauf. Ne? Links das blaue mit der Folie und rechts so ein paar Rohre. Guck, ob wir den noch ein bisschen näher beäugen können. Und jetzt sieht man den zum Glück sehr selten. So, wir müssen aber geradeaus weiter. So, wir müssen mal gucken, dass wir... Oh, ich wollte nicht ganz anhalten. Die Bremsen sind immer noch zu stark, ne? Okay. So passt das schon. Ein bisschen über die Wiese gegurkt da. Ja, alles gut. Ah, Couples Care. Dann geht's rüber nach Finnland. 688 Kilometer haben wir noch. Oh ja. Jetzt weiß ich nicht. Ich denke mal, der Seeweg wird noch abgezogen. Hoffentlich müssen wir nicht noch so viel durch die Städte fahren mit dem langen Ungetüm. Das ist eine ziemliche Muckserei. Da müssen wir noch richtig arbeiten. Couples Care. 50 ist hier. Ich fahre 70. Aber ich lass mal ausrollen. Ah, ich hätte hier reingemusst. Oh. Rückwärts. Ja, bleib mal schön weit hinten stehen. Ich versuche jetzt gerade rückwärts zu fahren. Gut, dass der weit hinten angehalten hat, der Bus. So, das passt so, ne? Puh, das war jetzt aber knapp. Ach, guck mal, da hätte ich doch auch hinten lang fahren können. Das wäre überhaupt kein Problem gewesen. Jetzt sehe ich das erst auf dem Navi. Naja, naja, egal. So, müssen wir jetzt lang. Da... Couples Care. Hier ist ja nirgendwo was los. Guck mal, ist kein Mensch hier auch in den Kisten drin, oder? Können wir einfach so durchjuckeln. So, und da steht schon unser Schiff. Color Line. PKWs gehen auch drauf. Jo. Und da steht noch Polaris Lines. So hießen die früher. Ne? Haben die vielleicht später jetzt hier die Rechte gekriegt, das Color Line zu nennen? Früher hieß das Polaris Line.
Und jetzt steht überall Colorline. Aber so ist das. Wenn du so ein kleiner Spielehersteller bist, dann kriegst du die Rechte nicht. Ja, das wollen die nicht. Nee, nee, nee. Oder man fragt gar nicht erst. Aber wenn man dann so bekannt ist, so groß ist, so erfolgreich ist wie Eurotruck, dann finden die das eine tolle Werbung, ne, die Colorline. Und dann machen die das. Ja, so stelle ich mir das vor. So, ne, obligatorisch immer vorher einmal speichern. So. Ich guck mal eben auf die Karte. Gibt es da mehrere Möglichkeiten? Ah ja. Wo müssen wir denn hin? Nach Nantali. Heißt das auch so? Nantali oder Turku? Naja, gut. Ich guck mal eben hier. 675 Kilometer müssen wir noch, sagt er. Ich will mal wissen, ob der Seewig jetzt mit dabei ist oder nicht. 675. Da müssen wir hin. 9 Stunden. Und wieder Kiel. Mit der Stena Line. Da hinten hinter steht sie, ne? So. So, mach mal. So, das kann man jetzt noch nicht sehen. Wir haben jetzt Freitag 1.48 Uhr. Na, müssen wir nicht heute Abend schon ankommen? Habe ich das Licht an? Ah ja, gut. Siehst du? Das war mit drin. Der Seeweg. So, wir müssen ankommen. Heute Abend spät. Ich kann aber noch schlafen. Das sind ja nur 500 Kilometer. Das kriegen wir schon. Wenn wir jetzt ein Bett auf dem Weg haben, dann schlafen wir noch eben das Dunkle weg. Oder obwohl, hier oben, Finnland, das wird ja schon bald hell. Guck mal da, wird ja schon hell. Das wäre höchstens für das Geld verdienen, ne? So, wo muss ich jetzt lang? Hier. Helsinki, Turku. So, jetzt hier abfahren. Ein bisschen Bogen fahren, damit wir das alles hier rumkriegen. Wie schön der um die Ecke kommt da. Super. Ach ja. 2 Uhr morgens. Aber hier oben wird ja gar nicht richtig dunkel. Können wir einfach fahren. Wenn uns irgendwie so ein Parkplatz mal vor die Füße fällt, machen wir das vielleicht. Aber Moment, der schläft 8 Stunden. Dann wäre es so 10. Ja, passt locker. Wir haben mal bis spätabends Zeit. Das funktioniert schon. Aber obwohl, man weiß ja nie, wenn wir jetzt viel Landstraße und Städtefahrten haben, dann rennt die Zeit auch schnell weg, ne? So. Machen wir rum hier. So klappt das. Huch, jetzt habe ich diese Absperrung hier so spät erst gesehen. Hat sich so spät erst aufgebaut. Das kenne ich sonst eigentlich gar nicht so vom Eurotruck Simulator. Wer war das eigentlich? War das der Jason, der gesagt hat oder irgendwer? Dass da jetzt demnächst mal, ich glaube der Jason war das in einem seiner Videos, dass ein Engine-Wechsel bevorstehen würde beim Eurotruck. Hatte ich das nicht auch letztens schon mal erwähnt? Hoffentlich wird dann die Performance nicht so stark belastet, weil ich bin das nämlich gerade besonders gut beim Eurotruck Simulator. Wenn man mit den Mods und so alles vernünftig am Klappen hat, dass dann sich nichts beißt, ne? Der läuft unheimlich stabil. Also man hat da kaum mal Frieser drin oder dass er mal ruckeln würde oder unstabil laufen würde, abstürzt oder so, gar nichts. Das läuft gut. Und ich würde sagen, die Grafik ist auch prima. Die Engine, das läuft prima.
Und getreu dem Motto Never Touch a Running System, weiß ich gar nicht, ob das nötig ist. Der ist so eigentlich gut genug, der Eurotaximeister. Das muss jetzt nicht noch realistischer aussehen, wie ich finde. Ja, wenn man zum Beispiel jetzt mal guckt bei den neuesten Engine, zum Beispiel bei den The Bus, das ist natürlich, das ist ja von der Realität wirklich überhaupt nicht mehr zu unterscheiden. So, ich mach mal die 80 rein. Lohnt nicht. Müssen wir hier schon raus? Ne, die nächste. Da müssen wir raus. Und das muss beim Eurotruck gar nicht sein. Besser, dass man dann eben noch die Map weiter ausbaut, ne? Was man vielleicht machen könnte, mal die Map umbauen auf einen anderen Maßstab. Ja, also, dass noch mehr Städte, Orte und Ausfahrten da sind und noch mehr Details. Das könnte man vielleicht machen. Würde bedeuten, Strecke Kiel-Hamburg 100 Kilometer nicht mehr in 5 Minuten, sondern in 15 Minuten zu fahren. Da hat man dann vielleicht noch unterwegs noch Neumünster vielleicht zu sehen und Großen Aspe und Hennstedt-Ulzburg. So, das fände ich schon prima. Also das fände ich wertvoller, als jetzt da die Realismus-Engine noch ein bisschen aufzupeppen oder zu wechseln. Naja. Aber es gibt ja verschiedene Ansichtssachen. Manche sagen, nee, dann lieber noch realistischer. Ja. Dann aber doch eher Eurotruck Simulator 3 rausbringen. Eurotruck Simulator 3, was vielleicht hier die Maps benutzt auf der neuen Engine, dass man auch sagen kann, nö, ich fahre weiter auf der 2, mir reicht das, ich finde das gut. Ne? Könnte man dann machen. Aber dann gibt es ja hier keine Weiterentwicklung mehr. Ne? Aber gut, so wie der Stand ist, könnte man damit leben. Das ist ja eigentlich ganz gut schon fortgeschritten. So, guck mal, 3 Uhr wird hell. Ja, ist in Kiel aber auch mitten im Sommer. Also, ja, 3 Uhr jetzt nicht so hell wie hier, aber so richtig dunkel wird das hier auch nicht. Im tiefsten Hochsommer. Muss man sagen, höchsten Hochsommer? So, sagen wir mal im Laufe des Juni. Ne, so Anfang Juni bis Anfang Juli. Wenn das Wetter auch so ist wie jetzt hier, blauer Himmel, keine Wolken, dann geht das Abendrot allmählich ins Morgenrot über. Das ist zwar mal dunkel zwischendurch kurz, aber das sind nur so 2 Stunden und so richtig ganz dunkel sind. Man sieht immer noch so, ja, das ist noch rot da in der Richtung. Ne? Ist schon verrückt. Auch wieder 80, dann fahren wir die. Jetzt müssen wir ganz schön weit ins Landesinnere vorrücken, Richtung Osten. Naja. Fahren wir das Ding jetzt noch zu Ende? Ja, ich habe ja auch den Tempomat gar nicht an. Denk, was ist denn los? Wieso gehst du denn so in die Knie? Ist ja gar nicht der Berg. Der ist gar nicht dran. Boah, jetzt bremse ich den ab hier. So, jetzt aber. Habe ich noch gesehen heute Nacht im Fernsehen. In Finnland leben die zufriedensten Menschen. Und haben so ein paar Finnen interviewt und gefragt, woran denn das liegen würde. Und da haben die gesagt, die gehen freundlicher miteinander um. Ja, das glaube ich, dass das zufrieden macht. Freundlich miteinander umgehen. Da könnten sich die Deutschen bestimmt eine Scheibe von abschneiden. War das ein Blitzer? Habe ich das jetzt richtig gesehen mit einem halben Auge da? So im peripheren Sehen? Und die Frage ist jetzt, fahren wir das Ding noch zu Ende oder nicht mehr? Ich will ja nicht immer so super lange Folgen machen, ne? Das sind zwar nur noch 300 Kilometer, aber das ist ja doch noch ein bisschen viel, wo wir da jetzt schon 3/4 Stunde fast auf Uhr haben, ne? Naja.
Muss ja nicht. Ja, 60. Oh. Einfach den Tempomat runtergequetscht. Ist nur so ätzend, was die ja gerne mal machen. Kommt ein Schild mit 60 und 2 Meter dahinter ein Blitzer. Weißt du, ja, tolle Wurst, ey. Das geht doch überhaupt gar nicht. Denk dran, du hast einen langen Popo. Nicht einfach hier so durchkacheln. Na, klappt. Tampere und Helsinki. Güterzug. Wow. Ich gucke mir so den Zug an und dann kommt die scharfe Kurve und dann ist es passiert, ne? Ja. So, IKEA. Gibt auch Arkea. Jetzt muss ich rüber. Lass mich doch mal rüber. Already on its way. Newt, Newt. Jetzt wieder rüber. Ah, hier ist einiges los. Mal guck mal, 473,7 Millionen. Schön, schön. Ob die neuen auch schon die ersten Touren gefahren sind? Das dauert ja immer so ein bisschen, bis das dann in Ballung kommt, ne? Oh, 60, ich fall hier runter. Ich lass einfach mal laufen. Guck mal, was das hier runterfällt. Oh, das läuft schon. So, und dann haben wir wieder 80. Ah, wir haben 60 noch drauf. So, jetzt. Gut. Bis jetzt ist das aber so an Landschaft nicht so spektakulär. Sieht realistisch aus, wie ich finde. Also ich war noch nie in Finnland, aber denk mal, so wahnsinnig viel anders aussehen als in Schweden wird es da auch nicht. Und ja. So spektakuläres habe ich jetzt noch nicht gesehen hier. Was steht da drauf? Jyväskylä. Boah, ey, die haben... Ich meine, auf Island ist das ja ganz besonders schlimm, aber das ist ja auch schon ziemlich, 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 ne? Unaussprechliche Ortsnamen. Da kommt da oben eine Tanke. Aber ich würde mal sagen, wir gucken mal, dass wir gleich irgendwo mal stehen bleiben können. Hier, komm, bevor der Notstreifen weg ist, bleibe ich hier stehen. Ich glaube nämlich, der ist bestimmt gleich da vorne zu Ende. Warten, bis der Popo auch schön auf dem Streifen ist. Und dann machen wir mal hier kurz eine Pause. So, den Blinker aus. Und da ist der Balkanfritze wieder. Ja, so, mal eben ein bisschen dubbeln. Käffchen aus der Thermoskanne. Noch ein Balkanfritze. Ihr übertreibtet. Wie die Schmeißfliegen. Komm, lass uns umfahren hier. Na gut, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir ein Like da, schreibt Kommentare, seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und ansonsten, wenn ihr das Video geguckt habt an dem Tag, an dem es erschien, dann wünsche ich euch noch ein frohes Osterfest. Viel Spaß beim Ostereiersuchen, falls ihr sowas macht. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann fahren wir den Rest. Dann gucken wir mal, wo es dann hin weitergeht. Mit unserem langen Ungetüm hier. Bis dann. Bye, bye und tschüssi.